In diesem Lagerhaus in Witterswil, einem Vorort von Basel, bereiten Forscher die nächste Mars-Mission vor. In diesem Raum legen die Forscher einen sogenannten Marsgarten an. Verantwortlich Nikolaus Kuhn, Geograf an der Universität Basel. Ein Marsgarten ist im Prinzip ein Stück Mars auf der Erde, bei dem wir versuchen, den ganzen Mars kann man nicht simulieren, aber bestimmte Aspekte, die eben für die Mission, für die wissenschaftliche Arbeit wichtig sind, zu simulieren. Ebenfalls zum ersten Mal in der Schweiz ein kompletter Prototyp des Mars-Rovers, der nach seiner Landung 2021 auf und unter der Oberfläche des roten Planeten nach Spuren von Leben suchen soll. Herzstück ist eine Hightech-Kamera, die in mehrjähriger Arbeit am Space Exploration Institute in Neuenburg entwickelt wurde. Der Astronom Jean-Luc Chausset ist der Erfinder dieser neuartigen, hochauflösenden Kamera. Mit der Kamera ist es möglich, hochpräzise Nahaufnahmen zu machen. Und wenn man den Roboterarm mit der Kamera immer etwas verschiebt, kann man eine Serie von Aufnahmen machen und erhält sogar dreidimensionale Bilder. Sobald der Marsgarten fertig ist, werden die Forscher in den nächsten Monaten den Einsatz dieser Lupenkamera unter möglichst realistischen Bedingungen trainieren, damit dann auf dem Mars nichts schief geht. Wir simulieren hier alles, was auf dem Mars geschehen kann. Wir können die Befehle für alle Operationen auf dem Mars vorausplanen. Auf dem Mars haben wir fürs Üben keine Zeit. Bei aller Vorbereitung bleibt die große Frage: Werden Sie auf dem Mars Spuren von Leben finden? Kein Zweifel, die Chance ist sehr klein. Aber wenn es nur den Hauch einer Chance gibt, muss man es versuchen. Was glauben Sie? Ich als Wissenschaftler, ich glaube nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse mich überraschen.